Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg. Ja, wie das so oft ist, ich habe gerade 10 Minuten schön was über die neue Compagnon-Tasche erzählt, so ein schönes Auspack-Szenario gemacht und dann beim Kontrollieren gemerkt, die Kamera hat gar nicht aufgenommen. Schön, jetzt machen wir es mal andersrum. Entweder spule ich das Video nachher rückwärts, wird mit der Sprache schwierig und ich packe alles ein und zeige es euch als Auspack-Video. Egal, ich möchte euch die dritte Generation der Messenger-Serie von Compagnon vorstellen. Compagnon hat gerade aktuell sehr, sehr, sehr schwere Zeiten. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, einer der beiden Gründer, der Valentin, ist leider sehr plötzlich und sehr früh im Alter von 35 Jahren verstorben. Ultra traurige Geschichte. Ich war auf der Beerdigung. Leute, hab lange nicht mehr so geheult. Wirklich ganz, ganz tragische Geschichte. Ich finde es aber toll und positiv denken. Wir alle müssen denken, also lasst uns doch positiv denken. Es geht weiter und bei Compagnon geht es gute Schritte weiter. Die Entwicklungen, die hier gerade passieren, sind auch Entwicklungen, die der Valentin noch mitbegleitet hat, beziehungsweise teilweise vielleicht auch mit initiiert hat, ins Leben gerufen hat. Ich selbst habe mit dem Valentin schon vor Jahren bei der Messenger-Serie drüber gesprochen, habe gesagt, hey, das ist ja schick, dass die Taschen so ein schönes Patina bekommen. Man sieht denen so das Fotografenleben an. Aber ich weiß von vielen meiner Leser, meiner Follower, und mir selbst geht es auch so, das gefällt nicht jedem. Es gibt ja viele, die sagen, es wäre schon schön, wenn die Tasche nach 2-3 Jahren intensiver Nutzung eigentlich noch genauso aussieht. Dieser Punkt wurde jetzt bei der Serie 3 oder Generation 3 aufgegriffen. Ist ein bisschen wie ein iPhone-Update. Man denkt sich, es wird riesig angekündigt, neue Generation, neues Update, neue Serie, neue Funktion, alles neu. Dann hat man das auf dem iPhone und denkt sich, irgendwie sieht doch alles aus wie gestern. So ist es hier auch. Stelle ich eine Little Messenger von Compagnon neben diese Tasche, also aus der zweiten Generation, neben diese jetzt aus der dritten Generation, die ich jetzt knappe 2 Wochen testen darf oder durfte, um sie euch heute dann auch zum Launch entsprechend zu zeigen. Eigentlich, wenn die nebeneinander stehen, ist doch alles gleich geblieben. Nein, das ist es nicht, denn auch hier, wie bei den iPhone-Updates, die ihr kennt, die Veränderungen sind im Detail. Und man merkt es schon, wenn man sie anfasst. Die Tasche ist aus einem neuen Leder. Das Leder kommt aus Süddeutschland, wird dort von einem Familienunternehmen gegerbt, mit einem sehr hohen Teil Handarbeit, was bisher wohl so nicht der Fall war. Und das merkt man diesem Leder an. Es ist knautschiger, es ist gewalkter, es ist robuster als die anderen und man sieht ihnen das Patina nicht so an. Also die Abnutzung. Das ist richtig schick. Ich persönlich finde das sehr, sehr gut. Seid ihr eher der Typ von der hellbraunen Tasche, die Kratzer, Spuren und so weiter bekommt? Hier Kratzer von Amsterdam, hier Münchner Hauptbahnhof, hier war ich in New York am Flughafen und hab mir was draufgekleckert. Wenn ihr das toll findet, perfekt, seid ihr in der zweiten Generation auch. Das heißt nicht, dass die keine Kratzer und kein Patina bekommt, aber hier müsst ihr viel, viel mehr erleben und viel, viel mehr Action machen, dass man dieser Tasche das Leben ansieht. Denn das Ziel von Compagnon ist es, die sieht auch in 10 Jahren noch so aus. Und das glaube ich, das fasst sich auch so an. Und ich habe schon, das wisst ihr, viele, viele Ledersorten schon in der Hand gehabt, schon getestet und dran rumgekratzt. Das ist schon eine richtig schicke Sache. Zu den Veränderungen, die Abmessungen sind perfekt. Das seht ihr gleich, wenn ich alles einpacke. Innen drin im Deckel ist kein raues Wildleder mehr, also nicht die nackte Unterseite, die Innenseite vom Rind, sondern hier ist jetzt auch die Außenseite vom Rind, schön gegerbtes Leder. Die Überwurfdeckel oder hier die Ohren, die das Ganze vor Wassereindringen an der Seite schützen, sind gleich geblieben. Der coole Verschluss, der lautlose, ist gleich geblieben. Der Magnetverschluss, sehr, sehr praktisch. Was transportiere ich alles darin? Fangen wir doch mal an. Ich nehme mein iPad Pro 11 Zoll, relativ aktuelles Gerät, mit dem Magic Keyboard, also mit der Tastatur. Und damit ist es ja schon recht groß und dick. Nehme das hier rein und das passt eng, aber es passt gut, ohne großes Drücken. Den Stift, den stecke ich immer nebendran, weil wenn der oben an der Magnethalterung ist, dann blockt der gerne mal ab. Deswegen habe ich den lieber da an der Seite. Dann habe ich hier drinne meine Drohne, die DJI Mavic Mini 3 Pro, Pro 3 Mini, ihr wisst schon. Die Drohne mit der recht großen Fernbedienung. Schön, dass die Drohnen immer kleiner werden, die Fernbedienungen immer größer. Dann habe ich hier den DJI 2 Ersatzakkus in dem 3er Ladegerät immer mit dabei, weil man diese schön mit USB-C laden kann. Ich habe in der Tasche meine Nikon, meine Alltagskamera Nikon Z30, die ich zum Vloggen und zum Fotografieren benutze. Auch die ist hier schön gut eingepackt. In der Vortasche habe ich Visitenkarten, Speicherkarten-Etui mit SD- und Micro-SD-Karten, mein Kartenleser und das Ganze geht bei Compagnon, das wisst ihr, am Anfang immer ein bisschen
an den Reißverschlüssen ein bisschen hakelig, dafür sind die ziemlich gut abgedichtet. Geht damit rein. Putztuch ist auch immer dabei. Und in dem Fall noch meine Insta 360 X3. Sensationelles Gerät, macht so viel Spaß. Habe ich auch ganz gerne hier mit drin. Die liegt dann immer einfach da oben drauf. Und das Ganze geht dann immer noch gut zu und sieht schick aus. Der Gurt ist wie bisher auch geblieben. Innen drinnen Stoff mit einem abnehmbaren Schulterpolster, das man hin und her verschieben kann, dass man via Klettverschluss auch abnehmen kann. Der Gurt ist lang genug, dass man sie über Kreuz tragen kann, also über quer über den Oberkörper oder eben auch kurz, so dass man sie hier unten hängen hat. Auf der Rückseite finden wir noch, und das sind eigentlich Erklärungen, die ihr aus allen Messenger-Serien kennt, noch das entsprechende Rückenfach, wo hier ein AirTag rein kann, die Maske, das Portemonnaie, das Handy. Und am Boden finden wir Metallfüße, derer es 4 sind. Ich glaube, ein 5. wäre ganz praktisch gewesen, liebe Kompagnons, denn hier unten steht die Tasche vollflächig auf dem Boden, obwohl sie Metallfüße hat. Also insofern sind die 4 Metallfüße eigentlich Makulatur, denn sie steht eben nass. Ist aber nicht schlimm, wissen wir alle. Die Taschen können viel, viel mehr ab, als wir eigentlich glauben. Was ist die Message von diesem Video? Kompagnon macht weiter, trotz schwerer Zeiten. Kompagnon evolutioniert die Taschen. Das ist kein Quantensprung zu der Generation 2, die Generation 3. Aber es ist ein geiler Entwicklungsschritt. Das Leder ist eine deutliche Verbesserung. Die kleinen Features, auch innen drinne, das glatte Leder, es fusselt nicht mehr. Es ist ein richtig, richtig guter Schritt. Und das ist eine ganz wichtige Message. Es geht weiter. Kompagnon ist ja zweigleisig unterwegs mit der Element Line, mit den sehr robusten, ich nenne sie immer Nylon oder Stoffrucksäcken und Stofftaschen, 11er, 15er, Backpack. Super coole, funktionale Taschen, wo ihr in der Antarktis mit rumlaufen könnt. Oder auch in der Arktis, wenn ihr eher die Nordmenschen seid. Und das sind die Taschen aus Leder, die Messenger-Serie oder der Classic Backpack. Auch der wird jetzt in eine Generation 3 überführt. Auch dort gibt es kleine Veränderungen. Beim Little Weekender passt in Zukunft auch das 14 Zoll MacBook rein. Hier ist das Leder eine ganz andere Sache. Das geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Ob das für euch ein Update bedarf von Generation 1, wo noch der schlechtere Verschluss drin war, auf Generation 2 oder auf 3, das müsst ihr selbst entscheiden. Ihr kennt das auch, wenn man einen Golf 1 und einen Golf 8 nebeneinander stellt, sind gänzlich andere Autos. Vergleicht mal aber einen 6er und einen 7er oder einen 7er und einen 8er. Hat sich ja eigentlich nichts geändert. Diese stehen nebeneinander und man denkt sich, ist dasselbe. Wie bei den iPhones auch. Von 11 auf 14 ist ein Quantensprung. Von 13 auf 14, naja, eigentlich nicht. Das ist hier auch so. Das müsst ihr aber selbst entscheiden, ob es euch das wert ist. Ob ihr eine Tasche möchtet, die ein geileres Leder hat. Oder ein Leder hat, das eben nicht mehr so viel Patina abbekommt, sondern lange Zeit den Look and Feel vom Neutag euch erhält. Das müsst ihr selbst wissen. Ich finde es sehr, sehr gut und sehr, sehr schick. Und bin Kompagnon super dankbar, dass ihr diese Entwicklung, die ich schon vor Jahren auch mit Vitali und Valentin schon besprochen hatte, dass nicht jedem dieses Patina gefällt, dass ihr diesen Entwicklungsschritt gegangen seid. Danke euch dafür und danke, dass ihr weitermacht und weiterhin viel Kraft und allen Kunden, potenziellen Kunden und auch Zuschauern meines Videos, schaut euch diese Generation 3 an, die hat's in sich, auch wenn man es auf den ersten Blick so gar nicht sieht. Schaut näher hin, es lohnt sich. Danke fürs Zuschauen, über ein Abo und ein Like freue ich mich auch, über Kritik auch jederzeit, kann ich gut ab. Meldet euch, ich freue mich auf den Dialog. Bis bald, hier war euer Jörg Langer, euer Taschenfreak. Ciao, ciao.